So, hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In dem Video geht es heute mal darum, dass ich das Liquid hier mit dieser Ultra-Ohm-Base verdünnen will. Die Base, die ist noch komplett voll, aber das Liquid hier, das ist da zur Hälfte leer. Probieren wir mal, ob ich das euch in der anderen Kamera zeigen kann. Ob man das sieht. Das ist schon zur Hälfte leer. Und ich werde jetzt versuchen, also der Füllstand ist ungefähr hier. Also ist sogar schon mehr als wie zur Hälfte leer. Und ich möchte jetzt versuchen, das Liquid hier mit dieser Base zum Verdünnen, weil laut Homepage, wenn wir uns das mal angucken, steht hier, dass diese Base dazu geeignet ist, um Liquids zum Verdünnen durch den Ethanolgehalt. Liquid möglich, die ihre Liquids. Ja, irgendwo steht sie auf jeden Fall drinnen. Wahrscheinlich wieder oben. Das könnt ihr da euch ja auf owl. Oder owl-dampfer.de könnt ihr das nachlesen. Ich will das jetzt halt mal ausprobieren. Deswegen würde ich sagen, ich probiere das Liquid jetzt nochmal unverdünnt in meinem Tröpfler. Meinem eJoy Capo 100W. Wie es da schmeckt und probiert es dann nachher auch nochmal nach dem Verdünner, ob der Geschmack sich arg verändert hat oder it. Mal das Liquid dahinter ist sehr intensiv vom Geschmack her. Wenn es it funktioniert, dann habe ich jetzt halt echt ein sehr gutes Liquid kaputt gemacht. Wenn es funktioniert, dann habe ich es aber nochmal verdoppelt und das ist jetzt einfach ein Test, was ich mache. Das Aroma ist richtig, richtig intensiv. Dann gucke ich mal, weil ich glaube, das Fläschchen der Hanna kann man sogar, könnte man sogar oben den Deckel abmachen. Jetzt weiß ich, ist das gedreht oder gesteckt? Ja. Man könnte hier den Deckel rausmachen. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt auch so. Dann leere ich da jetzt 30 Milliliter nochmal dazu. Ich weiß jetzt halt nicht genau, wie viel das drin ist. Oder wir machen das anders. Ich nehme ein neues Fläschchen. Bevor mir da irgendwas kaputt macht. Und ich das Ganze nachher ausleeren kann. Nehme jetzt hier einfach zehn Milliliter von der Base und 10 Milliliter von dem Liquid und dann nachher 20 Milliliter und wenn es funktioniert, kann ich es wieder da rein leeren und wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich das. Das ist jetzt natürlich eine extrem VG-lastige Base. Bisschen brauchen wir noch. So.
Sonne da so ziemlich genau 10 Milliliter rausgeholt. Und das leeren wir jetzt in das leere Liquid Flashle rein. Und nehmen wir jetzt noch 10 Milliliter von dieser Ultra Ohm Base dazu. So, der, nein, das ist der falsche Deckel. Ja, gut, den Deckel, den machen wir nachher drauf. Hier haben wir mit Sicherheit wieder Kindersicherung drin. So, und da haben wir jetzt genauso 10 Milliliter raus. Also ist doch zähflüssig die Base, die läuft ganz, ganz schlecht durch meine dünne Spritze durch. So, und jetzt sieht man hier, das ist so ziemlich genau, ja, kleines bisschen weniger. Tun wir noch einen Schucker dazu. Das ist jetzt so ziemlich genau 10 Milliliter Base haben von dieser Ultra Ohm Base. Und das leeren wir jetzt auch hier und das Fläschchen rein. Jetzt haben wir da genau 20 Milliliter drin, 20 Milliliter Base und 20 Milliliter, 10 Milliliter Base und 10 Milliliter Liquid. Theoretisch braucht das Ganze jetzt ja nur eine Reifezeit, weil die Base ja den Geschmack noch gar nicht annehmen kann. Aber das spare ich mir jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt ja wissen möchte, ob sich der Geschmack verändert hat. Dann haben wir wieder alles zuschrauben, was wir aufgeschraubt haben. Dann muss die Spitze wieder rein. So, der Deckel drauf. Dass wir jetzt da kein allzu großes Risiko eingegangen und mir nachher dann die ganze Base kaputt ist. Ja, und jetzt 20 Milliliter drin. Man sieht auch, dass ich es nicht geschüttelt habe. Das sind nur zwei verschiedene Bereiche. Wollte ich an der Base mal riechen, ob die irgendein Ethanolgeschmack hat, irgendein Alkoholgeschmack. Riecht ein bisschen nach Krankenhaus. Riecht irgendwie nach Desinfektionsmittel vom Krankenhaus. Gut. Dann gehen wir her und tun da was auf den Tröpfler drauf. Von dieser neu angemischten Base. Und dann gucken wir mal, ob sich da jetzt der Geschmack, ob der noch da ist oder ob er oder ob das jetzt nach Base pur schmeckt. Jetzt haben wir richtig viel drauf gemacht, dass ich da ein paar mal ziehen kann. So, und da bin ich jetzt echt richtig, richtig gespannt, ob diese Base dazu geeignet ist, das tatsächlich nochmal um die Hälfte runter zum Verdünner.
Also Geschmacksverlust spüre ich jetzt eigentlich keinen. Ich spüre ein bisschen, dass es Colada noch klasse hat. Das kühlt nicht mehr ganz so arg. Funktioniert. Also bin ich jetzt echt erstaunt. Also ich spüre, ich schmecke jetzt eigentlich echt keinen Unterschied raus gegenüber vorher und jetzt, außer dass es Colada vielleicht ein bisschen Nachklasse hat. Und dass die Dampfentwicklung, glaube ich, eigentlich fast nur intensiver ist wie sonst. Die Dampfentwicklung, die ist schon enorm. Vom Geschmack, also ich behaupte jetzt mal, vom Geschmack hat es jetzt eigentlich nichts verloren. Jetzt dampfen wir einfach nochmal das runter. Das runterdosierte und dann machen wir nachher nochmal das nicht runterdosierte rein und gucken wir mal, ob das andere jetzt vielleicht intensiver ist oder nicht. Also, dass das jetzt funktioniert, das hat jetzt echt gedacht. Ja, nein, ich habe echt Angst gehabt, dass ich jetzt die Base pur da rein leere und ich kann nachher Liquid wohl ausleeren können. Weil der Geschmack nicht mehr da ist. Darum war das jetzt eigentlich echt noch geschickt, dass ich da die Idee gehabt habe, 10 ml Base rein zum tun und 10 ml von dem Fertigliquid. Also ihr könnt echt behaupten, die Dampfentwicklung ist intensiver, der Geschmack ist minimal flacher, echt minimal, Colada ist zurückgegangen. Die Dampfentwicklung behaupte ich mal, dass die jetzt stärker ist, aber das sieht man halt gleich, wenn ich das nicht runtergemischte Ei leere. Gut. Tun wir jetzt da noch was vom Nicht-Verdünner auf den Tröpfler drauf und dann gucken wir mal, ob der Geschmack jetzt noch mal intensiver ist oder ob der genau gleich ist. Also meine Vermutung ist jetzt halt, dass es cooler da jetzt ein bisschen stärker rauskommt, aber dass der Geschmack noch ziemlich der gleiche bleiben wird. Und dass eventuell die Dampfentwicklung weniger wird, weniger als ist. Aber das kann jetzt auch sein, dass es einfach bloß täuscht hat. Naja, jetzt sehen wir echt, die Dampfentwicklung ist. Ist zwar immer noch gut, aber ich meine, die ist ein Tick weniger. Das Colada ist wieder stärker. Geschmack ist ganz. Ist also der Geschmack ist intensiver, aber minimal. Also ich behaupte jetzt mal echt, wenn ich das jetzt mit irgendwer wohl können wir eigentlich machen.
Wir nehmen jetzt einfach eine ganz normale Base. Wir nehmen jetzt dahin einfach eine ganz normale Base, auch eine Base, wo Nikotin hat. Und hole jetzt nochmal so eine leere Flasche und dann machen wir das gleiche nochmal mit einer normalen Base, wo nicht von Ultra Rom ist. Also neue Flasche. Die Base da, die können wir mal auf Seite tun. Neue Flasche, die können wir dann da oben aufschrauben. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich da auch so einfach 10 Milliliter rauskriege. Aber irgendwie wollen wir das schon nachkriegen. Das ist jetzt eine ganz normale Base. Ja, 70, 30, 80, 20, irgendwas dazwischen. Und das interessiert mich jetzt echt, ob das halt, ob ich den Effekt mit einer ganz normalen Base auch erzielen kann oder nicht. Da haben wir jetzt ein bisschen zu viel Base, da haben wir ein bisschen was zurück. So. Also da haben wir jetzt so ziemlich genau 10 Milliliter von einer ganz, ganz normalen Base. Da mal wieder auf die andere Kamera umschalten. Das tun wir jetzt hier in das leere Fläschchen rein. Dann machen wir die Base hier wieder zu. So. Und dann brauchen wir jetzt natürlich das Aroma, beziehungsweise das Fertig Liquid. Müssen wir oben die Spritze wieder rausnehmen. Und dann holen wir da nochmal 10 Milliliter raus. Geht halt nicht ganz so einfach, aber so haben jetzt echt wirklich den Vergleich, dass ich sagen kann, es funktioniert oder es funktioniert nicht. So, da haben wir jetzt dann auch ziemlich genau, ja sogar ein bisschen mehr als wie 10 Milliliter von dem Aroma, von dem Fertigliquid. Das tun wir jetzt auch da rein. Deckel drauf. Und dann guckt man das jetzt auch mal in der andere Kamera an. Also da sieht man auch, dass sich da zwei verschiedene Lager bildet haben.
Da bin ich jetzt echt gespannt. Also, tut das jetzt der Hersteller, dass ihr auch seht, dass ich das jetzt sieht, mit dem da haben wir vertauscht oder so. So, jetzt muss man, dass die Matte so langsam am Druckerbare ist. Und dann hauen wir jetzt was rein von dem Liquid, wo wir gerade eben gemischt haben, mit der ganz normalen Base. Dann gucken wir mal, ob das der gleiche Effekt hat. Ob das Aroma in dem Liquid so stark ist, dass man das tatsächlich runter verdünnen kann. Oder ob das jetzt richtig fad schmeckt. Also man kann es immer nur dampfen. Also da muss man jetzt echt sagen, das Liquid da hat echt richtig, richtig viel Aroma drin. Ne? Kann man auch mit einer normalen Base runter verdünnen, aber da spüre ich jetzt, das Colada ist nahezu weg. Der Geschmack von der Melone hat stark nachgelassen und jetzt kommt aber dafür die Erdbeere raus, wo eigentlich nur normal nur die Süße davon zum Rausschmecken ist. Also man kann es auch mit einer normalen Base runter verdünnen, aber mit der Ultra Bio-Ohm Base, da ist der Geschmack runterverdünnt intensiver. Aber man könnte es im Notfall auch mit einer normalen Base runterverdünnen. Da würde ich halt jetzt nicht so viel runterverdünnen. Das Problem ist halt auch der Tröpfler. Der Tröpfler, der hat eine unwahrscheinliche Leistung, dass da der Geschmack trotzdem noch gut rauskommt. Aber der Geschmack hat sich jetzt verändert. Also original ist schon richtig kräftig, runterverdünnt mit Ultra Bio, da geht ein bisschen das Colada verloren und das ganze Aroma wird ein bisschen flacher. Runterverdünnt mit ganz normaler Basis, sogar Basis schon angemischt mit Nikotin. Da verändert sich der Geschmack. Da geht das Melone und Colada geht fast verloren und dafür kommt aber die Erdbeere hervor, wo der eigentlich normal eigentlich gar nicht rausschmeckst, wo halt einfach die Süße ein bisschen, wo das Ganze ein bisschen süßer tut. Schmeckt dann halt auch nicht mehr so gut oder nicht mehr so, wie es eigentlich gemacht worden ist. Jetzt machen wir nochmal was von dem Verdünnter mit dem Ultra Bio Ultra Ohm Base rein, obendrauf. Und gucken wir mal, ob der Geschmack jetzt tatsächlich für mich sich jetzt nochmal verändert oder ob das im Prinzip genau der gleiche Geschmack bleibt. Aber ich meine, da müsste jetzt die Melone wieder rauskommen und ein bisschen das Colada müsste auch vorkommen. Und die Erdbeere müsst wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund verschwinden.
Ja. Und da ist dann so ein ganz feiner Beigeschmack ist dabei. Weiß nicht, wie ich den erklären soll. Schwierig zum Beschreiben, aber der Geschmack ist tatsächlich mit der Ultra-Ohm-Base besser. Der hat sogar fast behauptet, dass sie da das Ethanol rausschmecken können. Das muss ich echt gerade mal irgendwie einen Lecktest von der Base machen. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Riesenboller für den Lecktest. Zeug sehe ich gerade mal. Das ist natürlich arg viel, aber das ist jetzt egal, das legen wir jetzt mal weg. Ja, das schmeckt wie Zuckerwasser. Weiß jetzt auch gar nicht, ob ich die Base vorher schütteln müssen hätte, weil ich habe sie jetzt nicht geschüttelt. Auf jeden Fall behauptet jetzt mal, dass man mit der Base fertiges Liquid strecken kann. Vielleicht nicht unbedingt 50-50, also das war jetzt schon ein bisschen arg viel, aber durch das, dass ich das jetzt mit zwei so kleinen Behälter gemacht habe, kann man das jetzt auch ruhig vertreten. Und die Behälter sind die kleinen, die Menge, was sie runter verdünnt haben, sind klein. Also das da ist mit der normalen Base und das da ist mit der Ultra-Ohm-Base. Und runter verdünnt mit der Ultra-Ohm-Base hat sich der Geschmack jetzt nicht verändert. Da ist nur das Colada und das Melone oder die Intensität ist ein bisschen zurückgegangen, minimal. Bei der normalen Base hat sich der Geschmack verändert. Da ist das Colada und die Melone zurückgegangen und die Erdbeere ist irgendwie ist die Erdbeere rausgekommen. Was man eigentlich normalerweise in dem Aroma so gut wie gar nicht rausschmeckt. So, die Base dahinter ist jetzt, da ist jetzt nicht mehr arg viel drin. Ist jetzt ziemlich leer, aber da würde ich sagen, dass ich die jetzt ohne weiteres nochmal mit dieser Base hier verdünnen kann, ohne dass mir da jetzt groß der Geschmack verloren geht. Das heißt, ich leere dann die zwei dahin ein und leere noch ein bisschen von der Base dazu und dann habe ich wieder ein bisschen Spaß oder etwas länger Spaß in dem Liquid. Habe dadurch dann ein bisschen Geld sparen können. Wobei man halt auch echt sagen muss, die Base an sich ist nicht unbedingt gerade günstig. Die kostet auch 1 Liter 19,90 €. Günstige Base ist es nicht, aber wenn man jetzt halt bedenkt, dass ich da jetzt tatsächlich Aroma nochmal strecken kann, um ja 50% ist vielleicht zu viel, aber wenn jetzt das 20, 30, von mir aus auch 40% streckt, dann wird man da vom Geschmack relativ wenig Einbuße haben. Bei 50-50 habe ich eigentlich kaum Einbuße. Geschmack verändert sich jetzt, der wird ein bisschen schwächer, das Colada wird ein bisschen schwächer. Und wenn jetzt jemand das Colada zum Beispiel nicht mag, dann ist das sogar vielleicht gar keine schlechte Idee, das auf den Mac runter zum Verdünner. Ansonsten schmecke ich jetzt eigentlich echt keinen Unterschied raus.
Aber ich kann ja nochmal von dem was neu lehren mit der normalen Base. Ja, und da muss man auch bedenken, ich habe jetzt ja theoretisch habe ich nochmal eine Reifezeit, müsste das Ganze nochmal ein paar Tage standen lassen. Also das ist jetzt ja die Base, die normale Base. Ja, ich hatte die. Ja, vielleicht ist die Flasche irgendwie beschriftet soll er irgendwie irgendwas draufkleben oder irgendein Punkt, andere Deckel oder sonst was machen müssen. Da kommt jetzt die Erdbeere mehr raus. Melone ist weg, Erdbeere kommt raus. Ja, also kann man jetzt so festhalten. Mit der Base kann man verdünnen, ohne dass sich groß der Geschmack verändert. Der wird halt ein bisschen abgeschwächt, wenn man es jetzt 50-50 mischt, aber das wird wahrscheinlich eh keiner machen. Wenn ich das mit der ganz normalen Base mache, dann verändert sich der Geschmack. Da kommt Erdbeere in den Vordergrund, was eigentlich normalerweise nur im Hintergrund ist. Also das Liquid schmeckt anders, aber das Urban Choice Liquid, das ist so stark angemischt, dass man da jetzt trotzdem noch ein sehr intensiver Geschmack hat, auch wenn man es runtermischt, aber der Geschmack verändert sich mit der normalen Base, mit der Ultra Bio Base verändert er sich nicht, der wird halt schwächer. Gut, ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können. Das Video war jetzt arg lang, aber das ist auch geil, so einfach sowas zum Testen will. Keine Ahnung. Normalerweise müsste jetzt auch hergehen und die zwei standen lassen. Dann nochmal, weiß ich, eine Woche reifen lassen. Aber was jetzt mit der Ultra Bio Base runter verdünnt haben, der schmeckt gleich. Was sie mit der normalen Base runtergemischt haben, schmeckt anders. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Woche dann auch so schmeckt, wie es schmecken soll. Oder ich, das kann ich jetzt natürlich jetzt sagen, dass die Mühe, die werde ich mir halt machen, weil wenn ich jetzt ein gutes Liquid habe und ich will länger Spaß dabei und ich habe so Ultra-Ohm-Base und leere davor was rein, habe ich länger Spaß in dem Liquid, ohne dass sich der Geschmack verändert. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.